an mir vorbeigehuscht. Der muss nämlich jetzt festgeschnallt werden in seinem Fahrzeug, denn er ist gleich auch hier dabei. Klar, aber jetzt volle Konzentration, du wolltest ja eben schon loslegen. Mach die Karre an und Roche, ich zähle auf dich und los geht's. Zeig den Jungs, was in dir steckt. Roche! Das ist gut, eine letzte Position ist gut für morgen. Du bist dann sozusagen ganz... ist ein Trick. Unser Roche zeigt erst morgen, was alles in ihm steckt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Wir sind fasziniert, dass das so gemütlich ging. Jedenfalls ist das Auto heile geblieben. Roche, mach's gut und mach vor allen Dingen Platz, denn der Mann, der jetzt hier schon angerauscht kommt, oh, schon mit einem Affenzahn, langsam, langsam, Junge, auf dem Treppchen, der Herr Clerici aus Österreich. Christian! Ja. Mensch, also ich meine, wie wichtig ist es denn, ganz vorne zu stehen in der Startaufreihe, beziehungsweise ganz hinten bei der Startaufstellung? Also jetzt im Qualifying ist es eigentlich völlig wurscht. Ich habe letztes Jahr, ich wollte zwischendurch parken, aber das ist das Problem. Ich muss immer mit der Kupplung das Auto auf Drehzahl halten und wenn du die Kupplung loslässt, dann bricht ja, das schon aus. Ja. Was glaubst du, wie du warst? Irgendwo hinten. Nein, so schlecht warst du gar nicht. Du bist 14.08 gefahren und bist damit momentan auf der Rangfolge 2. Also gar nicht übel. Okay, na das macht Mut. Das schaffst du von der Position locker, oder? Morgen. Also, Christian Clerici, trotz kleiner Aussetzer, immer noch ganz, ganz stark dabei. Und hinten dran, am liebsten würde er ihn jetzt schon rammen, steht. Ist das jetzt für dich? Naja, ist zumindest kein besonderer Vorteil, aber man hat ja gesehen, dass man hinten raus auch noch schnelle Zeiten fahren kann. Aber die ist natürlich schon ein bisschen lockerer, die Strecke. Und man hat nicht mehr die Traktion, weißt du? Es wäre ja auch mal langsam wieder Zeit für einen Sieg in dieser Disziplin, nicht? Ja, absolut. Ich meine, wobei zerdeppert wäre, wenn das ganz hinten steht. Aber ich sehe gerade, du fährst ja sozusagen mit Kindersicherung. Also dein Lenkrad ist zugeklebt, damit die Däumchen vom Meister nicht reinkommen. Ja, ist aber, glaube ich, bei fast allen so. Okay, also wir wünschen dir Glück. Versuch den Österreicher mal zu schlagen. Es wäre mal an der Zeit, ne? Toi, 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 Stefan Raab! Ob es ein Problem mit dem Motor ist oder mit dem Getriebe? Himmel, Herrgott, was war denn los? Wir haben dich die ganze Zeit mit den Händen fuchteln sehen. Ja, es war irgendwas mit dem Motor nicht okay. Ich habe der Wagen ist nicht auf Drehzahl gekommen und hat immer gestottert. Es war nicht irgendwie, hörst du, jetzt geht er sogar aus. Wahrscheinlich ein Motorproblem. Also, ich vermute mal, dass der Clerici da... Einen herzlichen Glückwunsch zu Startplatz 6. Ja. Ja. Wird jetzt ein Mechaniker von dir geschlachtet? Nee, natürlich nicht. Aber das sollte morgen besser funktionieren. Irgendwas. Aber das sah ganz entzückend aus, wie du sozusagen immer mit dem Ärmchen gewedelt hast beim Fahren. Guck mal, hier hast du auch noch ein... Soll ich dir mal helfen? Ja, schon. Oder willst du mal ein bisschen fluchen und ich fummel dir das da auf? Nein? Okay, nützt ja nichts. Okay. Aber der Herr Clerici von der Position und dein Lieblingsgegner... Ich muss jetzt halt... Ja, du hast wahrscheinlich irgendwo am Zylinder rumgelockert. Ja, wir werden versuchen, über Nacht den Wagen wieder hinzubekommen, aber mehr war halt nicht drin. Und der Mann, der auf 1 steht, ja, der ist ganz bescheiden. Startplatz 1. Da ist noch eine Rechnung offen von Autoball. Wollen wir mal auf den Endstand gucken? Nee, ich bin... Kann noch schlimmer sein. Ja, ich versuche mir morgen meinen Frust aus der Seele zu fahren. Ich hoffe, mir gelingt noch was. Wenn Sie noch kommen möchten, dann können Sie noch Resttickets an der Ankasse bekommen. Und die Lösung unseres Rätsels und den Gewinner, den sehen Sie auf Textseite 703 eingeblendet oder auf www.tvtotal.de können Sie das erfahren. Und ich weiß, welches Team die Nacht heute und den ganzen Tag morgen noch in der Box unterm Auto verbringt. Es ist das TV-Total-Team. Absolut. Ne? Die haben noch das ein bisschen Beste. Was vor. Man darf nicht aufgeben. Es ist noch möglich, da was herauszufahren. Also man soll den Tag nicht vor dem Abend beschimpfen. Okay. Ja. Mit diesen weisen Worten sagen wir auf Wiedersehen. Bis morgen. Kommen Sie zu uns, schalten Sie ein. Und wir freuen uns tierisch auf einen Wahnsinnsabend morgen live hier. Arena, Feldensaal Arena, Schalke. Ja, mit Stefan Raab auf Position 6. Und Sonja Kraus immer auf Position Number 1. Ich dachte, du sagst jetzt auch 6. Aber gut, das lassen wir. Tschüss, nee, bis morgen. Du bist für die faulen Floskeln zuständig hier. Okay. So, bis morgen. Tschüss.